Ja, hallo meine Lieben, hier ist wieder Onkel Noob mit X3 Terran Konflikt und Folge 37. Ihr erinnert euch, ich war mir nicht so sicher vorerst mal, ob das alles stimmt mit unseren Karten. Und dann bin ich doch nochmal zurückgeflogen und ich zeig's euch mal, habt hier abgesucht und hier habe ich, da ist es, ein Westtor gefunden. Bin noch nicht reingeflogen, hab nur das Westtor markiert. Und da werden wir dann irgendwann, also es geht hier anscheinend weiter. Vielleicht nur ein Sektor, vielleicht sind es auch mehr hier. Weil mir kam dieser komische Versprung hier sehr eigenartig vor, ja. Okay. Wir möchten Sie Wir darauf sind jetzt in hinweisen, Ries dass im Begierde holographischen Kino neue Filme und angefangen haben haben. an der ersten Station angedockt, haben noch nichts erkundet. Ja, wir mussten abspeichern. In der Zwischenzeit habe ich mir zwei Superfrachter geleistet von der Mistral-Klasse, voll ausgerüstet mit 15.000 Laderaum. Die habe ich jetzt erstmal geschickt, damit sie Energiezellen tanken, damit sie sprengen können und sich weiterhin aufrüsten mit der Handelssoftware MK3. Und die werden wir nachher arbeiten lassen. Die können anfangen in unserem Sektor, einer von denen und einer in einem anderen. Okay. Ich sag mal, abdocken und glücklich werden. Ist halt ein großer Sektor. Das sieht fast so aus, ne? Was geht? Ja, hier sind wir reingekommen, fliegen wir einfach mal hier weiter. Sind wir auf der richtigen Höhe? Ja, in etwa. So, dann hierhin bitte. Gucken wir mal, ob da noch was ist. Oder ob das nur das eine Tor war. Kann natürlich auch sein. Oh, das käme mir komisch vor. So ein separierter, einzelner Splitsektor. Wobei die beiden vorhergehenden Brunnen. Ah, guck mal. Habe ich richtig getippt. Geht also weiter. Dann haben wir hier ein Tor. Ja, geh. Du darfst weiterfliegen. Gerne, gerne weiterfliegen. Will es wenigstens markieren. Tor, Rüst Kreuzzug. Ries Kreuzzug. Das ist auch Split. Das sah ich jetzt schon. Ries. Ries. Kreuzzug. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir noch mehr Tore haben. Vielleicht hier unten. Guck mal hier nach. Ums. Ja, ich habe es schon gesehen. Sehr gut. Eingehende Nachricht. Ach, habe ich immer noch nicht abgestellt. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wo ich das abstellen kann. Okay, ist egal. Schnell weg. Tor, Familie Rü. Autopilot Oh, deaktiviert. Familie Rü, das hört sich aber nach einem Hauptsektor an. Die haben ja dieses Prime nicht drin, ne? So wie Argon Prime oder was hatten wir noch? Paronit Prime. Familie Rü. Haben wir auch noch ein Nordtor? Würde mich zwar jetzt schwer wundern. Aber fliegen wir einfach mal hin. Das müsste ja aufgedeckt werden dann. Oh, ja, falls ihr leicht im Hintergrund Musik oder sowas mal hören solltet oder Krach.
Ich habe das schon alles ziemlich dicht gemacht, muss allerdings einen ganz kleinen Spalt eines der Fenster offen lassen, sonst gehe ich hier kaputt im Dachstuhl. Wegen der Hitze. Wir haben ein Dorffest. Ein Erntefest. Gestern war es auch schon zu hören. Heute. Auch verhalten sich relativ ruhig, aber vielleicht singen nachher wieder Elvis. Was ist das? Autopilot deaktiviert. Ist das ein Grafikfehler hier? Ja, ne? Und dann fängt hier die Atmosphäre an. Oh, vorsichtig. Was ist das denn? Ja, ich bin der Atmosphäre nahe. Aufgepasst. Also hier ist nichts mit... mit Nochtor. Darf ich sagen? Wo ist denn jetzt das Westtor? Ach, das ist weit außerhalb. Also wir setzen hier erstmal einen Satelliten rein. Ja, dann setz ihn mal hier hin. Ziemlich weit links. Vielleicht kriegen wir das Tor noch drauf. Ach, kann ich das so umschalten? Ich vergesse es immer wieder. Autopilot aktiviert. Okay, dann gib ihm die Sporen, Fury. Ich zieh mir mal ein Zigarettchen an. Ich würde sagen, den hat er ausgesetzt, ja. Das ist gar nicht drauf, das Tor. Das ist ja auch ein Ding, ne? Und ich kann nicht kleiner machen, da muss ich dann echt hinfliegen. Na komm. Vielleicht ist ja sonst noch was Besonderes da. Okay, dann machen wir doch erstmal... Rüs Kreuzzug. Was auch immer das ist. Hier hatten wir ja jetzt nichts Dolles, ne? Ein Handelshafen zu Erzminen. Naja. Tor, Rüs Kreuzzug. Flieg mal durch, komm. So ein geheimes Tor. Also wenn man das nicht weiß, dann findet man das doch nicht, Mensch. Ich habe jetzt Gott sei Dank so weit außerhalb geklickt, dass er... ein Triplex-Scanner. Wenn du jetzt keinen Triplex-Scanner hast, dann findest du es da erst recht nicht. So, der Kreuzzug. Das klingt nicht gut. Erreiche System. Grüß Kreuzzug. Scruff-Implantage. M. Alpha. Autopilot deaktiviert. Sonnenkraftwerk. X. L. Beta. Energietransport. Hier ist auch was los. Immerhin. Split Militär. Raptor. Split Handelshafen. Raptor. Ja, Fleisch. Immerhin. Sonnenkraftwerk. M. Alpha. Da ist auch noch was. Chelt Raum Aquarium. M. Alpha. Chelt Raum Aquarium. Beta. Auch. Oh, ich glaube, der ist nicht so groß. Tor. Was? Kaputtes Tor? Guck mal hier. Nur Tor. Hey. Das... zeigt jetzt nichts Besonderes. Hier ist auch Chelt Raum Aquarium. L. Beta. Scruff Implantage. M. Alpha. Okay. Das war es auch hier, ha? Keine Tore. Wie groß ist der Sektor? 60 Kilometer. Kopfbahnhof.
Lustig. Ja, hier war mal früher eine Verbindung anscheinend. Schade, haben sie irgendjemand im Krieg kaputt gemacht oder so. Schätze ich mal. Autopilot aktiviert. Ja, jetzt setzen wir mal aus. Ist ja ein Ding. Gut, dann kommen wir da nicht weiter. Was gab's hier alles? Naja, Fressalien, okay. Quatsch. Gas. Wir werden gescannt. Du sauber, fliege weiter. Ja, du sauber. Okay. Dann geht's zu Reese Begierde. Und da hat man doch eingesetzt, ne? Ja. Ins Südtor. Familie Rie. Mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Noch Tor gibt es nicht. Hallo? Krieg keine Meldung. Aye, Captain, oder jawohl, Sir. Oder Volldampf voraus. Nein. Mein kleiner Maschinist hinten drin nimmt es stumm zur Kenntnis. Zieht einfach einen Hebel. Auch hier fliegen hier wieder. Hoppla. Was ist? Achso, hier war das ja mit dem Tor, klar. Das kennen wir hier schon. Sonst gibt es hier auch wirklich nichts, ne? Doch, hier. Split Handelshafen. Tor, Turm der Finanzen. Wo, da sind wir hergekommen. Erzmine, M, Beta. Geil, sehr geil. Es geht immer noch weiter runter, Leute. Ich bin verblüfft, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wahrscheinlich reicht mir das Papier da nicht. Kann nicht wahr sein. Wie groß ist denn das hier? Sag mal, eine Reise vom einen Ende zum anderen Ende des Universums ohne Sprungantrieb ist dann schon eine richtige Pilgerreise, hä? So, Familie Re. Kein Nebel. Da hinten ist ein Tor, da ist ein Tor, das ist schon mal klasse. Nehmen wir doch erstmal das. Autopilot deaktiviert. So, dann mal los. Ohne zu kollidieren, Freundchen. Oh, schöne Station. Und die Werbung flattert. Weiter in den Süden. Tor, Hafen der Ruhe. Das kann ich jetzt nicht zuordnen. Irgendeinem Volk. Hafen der Ruhe. Wollhafen. Dieses Fischvolk da, dieses Unterwasservolk, Boronen vielleicht. Naja. So, dann war hier irgendwo noch einer, ja. Ab und hin. Oh, was haben wir denn da? Piraten? Tor, elende
Elende Himmel, jetzt geht's aber los. So, aufgeschrieben. Was auch immer das ist. Es fehlt ein Westtor. Tor, Rüst, Begierde. Also hier fehlt noch ein Tor, sag ich mal. Das ist ja ein Südtor. Da hinten. Quatsch. Das war elende Himmel hier, ne? Nicht bescheuert. Hallo? Tor, elende Himmel. Ach, falsch eingezeichnet. So, Mist. Wir sind doch hier in Familie Rie, ne? Wo habe ich sie jetzt? Ach, Mensch. Himmel. Ja, keine Ahnung. Ja, okay, Susanova-Frachter. Ja. Aber da müsstest du auch ein Westtor geben. Nord. Da irgendwo. Gibt's doch nicht. Ich seh nix. Nee. Nee. So viel zum Westtor. Was ist das? Raketenfabrik Tomahawk, Alpha. Ach, da hinten ist nochmal. Komm. Geht der doch noch weiter raus. Nicht, dass da noch ein Westtor auftaucht. Aber müsste man ja eigentlich sehen. Hier ist es doch klar. Tracker Minenproduktionsanlage. Alpha. Was ist denn hier los? Atreus, Nahrungsmitteltransport. Boron, Split, Polizei, Jaguar, Angriff. Boron, Hightech-Transport. Ja, beim Schmuggeln erwischt. Nahrungsmitteltransport. Ist ja geil. Nee, hier ist nichts. Puh. Wo fliegt der denn hin? Moment mal. Yaki, Susanova, Frachter. Kommt der auf uns zu? Der fliegt weg. Komm, mal hinterher. Vielleicht findet der ein Tor. Autopilot aktiviert. Nee, der ist nur am Ballern. Ist ein Arschloch. Auf wen schießt der denn? Ziel ist nun in Autopilot. Na, das wollte ich doch meinen. Als Belohnung erhalten Sie 5000 Credits. Okay, wir geben die... Wir geben es auf. Hat keinen Sinn. Es gibt anscheinend kein Tor. Man kann im Leben nicht alles haben. Jetzt muss ich wieder wegradieren da. Was Blödes. So, komm her. Irgendwie... Weiß ich nicht. Optische Mitte. Eingehende Nachricht. Naja. Will kein Mensch hören. Hier oben sind einige.
Autopilot aktiviert. Ja. Boron sind hier eine Menge, ne? Was machen die in dem Split-Sektor? Das sind eigentlich nicht die besten Freunde, ne? Wie ich weiß. Na gut, dann Autopilot deaktiviert. Abgesetzt. Dann schauen wir mal. Boah, ganz nett. Tracker, Minenproduktion. Ja. Ja. Darf ich da mal gucken? Oh, das ist schon eine größere, wie man sieht. Die haben schon mehr. Hm. Elefant. Geil, Mann. Oh, viele Schiffe. Drache. Tiger. Aspis. M4, aha. M5. Boah, 6 Millionen. Was habt denn die Besonderes? Interessiert mich aber jetzt mal. 182 für ein M3. Ganz schön flott. 3x25 M-Jagdschild. Ja. Gut. Eine gute Laserenergie, eine gute Laderate. 3 Einheiten, ja, nicht schlecht. 2 Kanzeln. Das ist natürlich klasse. Wow. Ähnlich wie eine Eclipse. Nur die Eclipse ist halt viel langsamer, 130 glaube ich. Und hat allerdings dann ein 1200er. Megajoule-Schild. Ist natürlich auch überzeugend, ne? So knapp dreimal so viel. Okay. Interessant. So, wir reisen. Wir reisen. Wo reisen wir denn hin? Jetzt muss ich hier... Ich habe keinen Tippex hier. Die Zeiten des Tippex sind weg. Sind vorbei. Ich glaube seit 30 Jahren. Muss ich abkleben irgendwie. Ich will schon nicht wieder neu zeichnen. Sowieso erstmal eine Schmuddelzeichnung. Ich kann kaum lesen, was ich da reingeschrieben habe. Also wir können in elende Himmel. Wir können aber erstmal... Ne, wir gehen in den Süden. Komm. Hafen der Ruhe. So viel Aufregung. Dann wollen wir jetzt mal Hafen der Ruhe nehmen. Da werde ich mich dann im Park zurücklehnen, auf einer Bank, auf den See hinausstarren. Die Hafengerüche. Alpen. Ach, schieß eine Rakete ab, ich glaube, ich spinne. Ja, L und J sieht fast ähnlich aus, nur andersrum. Ja, ist klar. Gott, wir haben ein Schiffchen zu kaufen. Nee. Hätte sein können. So, dann erkunden wir noch Hafen der Ruhe. Ach ja, ich muss mich um meine zwei Superfrachter kümmern. Das machen wir dann auch schnell, dass die Energiezellen sich ordern. Dann... Ich glaube, zwei Riesen sollen sie springen. Das ist ein Ausrüstungsdock, das ist MK3 Handelssoftware. Und so sehr ähnliche Sachen. System, Hafen der Ruhe. Oh, aber dunkel für den Hafen, ja. Boron, Arena. Ups. Königliche Handelsstation der Boronen. Ja, dann machen wir doch mal ein B rein. Das klang, ne? Hafen. Das mit Schifffahrt zu tun, mit Wasser. Planktonfarm, Stottmischerei. M, Beta, Stottmischerei. M, Gamma. Okay. Wow. Nein, Quatsch-Info. Sprechen. Wie können wir Ihnen helfen? Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusenden. Nee. Ist
doch vollkommen intakt. Wie können wir Ihnen helfen? Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zuführen. Ja, das ist schon besser, 100.000, ja? Anstatt eine Million. Dann repariere ich dann auch gerne. Will ich haben. Müsst ihr ja nicht angucken. Wo ist er denn? Sollen wir erstmal folgen. Kommando akzeptiert. Ja, mach das. Noch, ach, noch eins von diesen Schiffchen. Nee. Ist gerade einer ausgestiegen. Der Verkäufer, würde ich sagen. Sie sprechen mit dem... Du wollt dein Kommen, dich das, ich wollen. Du machst... Okay. Also... Hierhin bitte. Und jetzt... Hier ist doch was. Komm, flieg mal hier hin. Hier ist doch ein Tor. Guck mal, hier ist die Straße. Und hier. Und hier auch, hier unten. Und eventuell hier. Das ist eine Kreuzung, ist natürlich schön. Schauen wir mal. Ja, da ist ein Tor. Karge Küste. Hafen der Ruhr, karge Küste. Das ist bloß nicht wieder falsch einzeichnen. Ja. Karge Küste. Ja, da mache ich schon mal ein B rein. Das ist klar. Küste, Hafen. So, dann flieg mal bitte hier hin. Ob hier auch was ist. Da kam nämlich eben auch Schiffchen her. Asteroid, Bofu Chemielabor. Stadt mischt königliche Handelsstation der Boronen. Sehen? Ach, mit 23, ja klar. Ist klar, Leute. Hey, wieso... Ach, weil ich den Schlepptau hab. Nee, das machen wir anders. Mist. Der kann nur 23. Komm mal nur... Navigation Docker an. Hier. Andock-Erlaubnis erteilt. Kann er wieder schneller. Jetzt kann ich wieder schneller fliegen, oder? Hallo? Autopilot deaktiviert. Ah. Muss erstmal den Befehl aufhören. Wer denn da? Bofu Chemielabor Plankton Farm L Alpha. Was ist die Quentor? Aber hier fliegen. Doch, hier! Oh, dunkles Wasser. Mensch. Ey, das ist ja noch richtig groß hier unten. Dunkles Wasser. Unglaublich. Es fehlt praktisch nur ein Südtor. Ich weiß ja, wo das liegt. Wahrscheinlich hier im Süden. Schauen wir mal. Stadtmischerei L Altor. Großes Riff. Autopilot deaktiviert. Ich will ja mit großes Riff. Das ist auch Boronen, ne? Großes Riff. Ihr müsst entschuldigen. Aber ich muss zwischendurch immer aufzeichnen, weil sonst habe ich hier keinen Durchblick mehr. Und wir machen hier... Hier ist eine Menge Militär. Das ist ein Hauptsektor. Ne? Ja, zentrale Sektoren, klar. Okay, dann... Da ist schon ein Frachter von mir dran. Ah ne, das ist der Delfin. Gut, dann... Satellitchen.
Boah, sag mal. Guck dir mal diesen. Oh, was für ein Abstand, ne? Ach, damit ist die Kante wieder gerade. Ah ja. Ja, hier habe ich fälschlicherweise einen eingezeichnet, den es natürlich nicht gibt, den wieder durchgestrichen. Hafen der Ruhe. Nee, ein bisschen hochkommen. So. So und hier oben hin. Autopilot aktiviert. Jawoll, ja. Und dann kann ich nämlich auch abspeichern. Mich um meine Frachter kümmern, dass sie weiter sich aufrüsten und dann ihrem Tagesgeschäft nachkommen. Die sollen ja Geld verdienen. Autopilot deaktiviert. Okay. Ah, das sagt's. Ja, das haben wir auch alles erfasst. Sehr, sehr schön. Ah, das ist dieser 100%, ja. Dann weiß ich ja, was ich krieg. 500.000 oder so was. 400.000. Ohne Schilde. Ohne alles. Okay. Wir machen weiter. Wir fliegen erstmal ganz in den Süden runter. Dann begeben wir uns dann mal hier zu dieser Stadtmischerei. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Jetzt schaue ich mal eben. Galaxieskarte. Meine beiden Frachter sind hier Aquilas Leuchtfeuer Sonnenkraftwerk Dingsbums. Ja, dann lad mal ein bisschen Energie ein. Nicht so viel, komm. Irre. Das reicht aber locker. Energiezellen gekauft. Navigation. Spring und fliege zur Station. Zwei Riesen. Delari Ausrüstungsstock. Kommando akzeptiert. Du kriegst auch noch ein paar Zeltchen. Früchtzellen, Kua. So. Das reicht auch aus. Da werdet ihr neu ausgerüstet. Ja. Ja, schon. Na, Landecomputer, da haben wir den nicht an Bord. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Autopilot deaktiviert. Also. Meine ich doch. Andockvorgang erfolgreich. Königin Atreus, okay, und das es Königreich ist nichts passiert. Bieten Ihnen ein friedvolles Willkommen. Ja, Leute, abgespeichert. Es geht mächtig weit runter. Ich bin amused. Wenn es jetzt noch genauso weit nach rechts geht, dann haben wir ein riesen Aquarium, in dem wir rumschwimmen können. Also. Neue Angebote, um viele Credits zu verdienen. Ja komm, Quatsch aus. Okay. Wir nehmen auch alle Angebote wahr, um Credits zu kreieren. Und deswegen sehen wir uns wieder bei Folge 38. Meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So long und bye bye, euer Onkel Noob.